Wussten Sie, dass so ein Einkaufswagen den Menschen früher, vor allem den Männern, schrecklich peinlich war? Aber nur dank ihm gibt es überhaupt Supermärkte. Wir zeigen drei Erfindungen, die das Einkaufen im Laufe der Jahrhunderte radikal verändert haben. Heute können wir zu jeder Zeit shoppen. Entweder per Mausklick oder beim Bummel durch gut gefüllte Supermärkte. Das war nicht immer so. Gehen wir nur 300 Jahre zurück, waren die Menschen reine Selbstversorger. Welche drei Erfindungen sind es, die unseren Kaufrausch erst möglich machen? Wieso spielt unsere Uhrzeit eine Rolle? Wie wichtig ist die Kasse? Und welchen Trend hat eigentlich der Einkaufswagen ausgelöst? Einkaufen ging vor 300 Jahren noch niemand. Das Essen wurde quasi selbst erzeugt. Sogar in der Stadt hat man Hühner, Rinder und Schweine gehalten. Fast jeder hatte zu Hause seinen eigenen kleinen Küchengarten mit Obst und Gemüse. Und solche Bananen hier, die kannte damals in Deutschland keiner. Um zu erfahren, was die mitteleuropäische Zeit für eine Rolle beim Shoppen spielt, müssen wir weit zurückreisen. In das Jahr 1716. Anfang des 18. Jahrhunderts ist der Handel in Deutschland kaum entwickelt. Die Menschen versorgen sich selbst. Nur das, was übrig bleibt, wird auf Märkten verkauft oder direkt an Kunden geliefert. Dafür werden häufig Hundegespanne benutzt, die Milchkannen, Obst oder Getreide transportieren. Denn Pferde oder Ochsen als Zugtiere sind teuer. Viele können sich diesen Luxus nicht leisten. Fahrende Händler nennt man Krämer. Weite Wege können die Krämer jedoch nicht zurücklegen. Meist geht es vom Land in die Stadt, denn hier wächst die Zahl der Einwohner rasant. Allein in Berlin leben Mitte des 18. Jahrhunderts schon 170.000 Menschen. Da wird mehr Essen gebraucht, als die Krämer ranschaffen können. Was fehlt, sind geeignete Transportmittel. Und die gibt es ab 1850 durch die Verbreitung der Eisenbahn. Nun wird es leichter, Lebensmittel auch aus weit entfernten Gebieten zu liefern. In Deutschland sind zwei Fässer Bier der erste verzeichnete Gütertransport. Die wurden von Nürnberg nach Fürth geschickt. Schnell kommen andere Waren dazu. Doch mit der Eisenbahn tut sich plötzlich ein großes Problem auf. In Deutschland gibt es bis 1893 keine einheitliche Zeit. Man richtet sich nach dem Stand der Sonne. Damals erstreckt sich das Deutsche Reich über 17 Längengrade. Der Höchststand der Sonne wandert alle 4 Minuten ein Grad weiter. Das ergibt einen Unterschied von 67 Minuten zwischen Tilsit im Osten und Metz ganz im Westen. Solange die Menschen nur zu Fuß oder mit der Kutsche unterwegs sind, fällt der Unterschied nicht auf. Doch für die Eisenbahn ist es ein Riesenproblem. Nach welcher Zeit soll man sich richten? Auch andere Länder versinken im Chaos. In den USA gibt es 71 unterschiedliche Ortszeiten. Im Oktober 1884 kommt es zu einer internationalen Konferenz in Washington. Man einigt sich darauf, die Erde in 24 Zeitzonen aufzuteilen. Am 1. April 1893 wird per Gesetz die mitteleuropäische Zeit für Deutschland eingeführt. Das erleichtert den Handel enorm. Das Einkaufen, so wie wir es kennen, kann endlich beginnen. Nachdem das Problem mit der Zeit gelöst wurde, gründeten sich schnell die ersten Fachgeschäfte. 1890 gab es bereits mehrstöckige Warenhäuser in allen großen Städten. Heute benutzen wir ihn ganz selbstverständlich und für alles Mögliche. Der Einkaufswagen ist aus unserem Leben einfach nicht mehr wegzudenken. Wer hätte gedacht, dass sich die Kunden damals weigerten, so einen Wagen vor sich herzuschieben? Es war ihnen einfach super peinlich. Hat ja auch so ein bisschen was von Kinderwagen. Doch bis überhaupt der erste Supermarkt eröffnet wurde, war es ein langer Weg. Und der führt uns ins 19. Jahrhundert. Supermärkte sucht man hier vergebens.
Frische Waren werden Anfang des 19. Jahrhunderts häufig in Kellerläden verkauft. Diese können jetzt fahrende Krämer in der Stadt pachten. Vorher war das nicht erlaubt. Nur auf dem Markt durfte gehandelt werden. In den Kellerläden kann man die Lebensmittel einigermaßen kühl und trocken lagern. Sie müssen nicht am gleichen Tag verkauft werden. Erst die Einführung der Gewerbefreiheit im Sommer 1810 beendet die Zeit der Kellerläden. Gegen Gebühr und einer jährlichen Steuerzahlung dürfen Händler am Markt jetzt endlich Läden eröffnen. Aber vorerst nur am Marktplatz. In der restlichen Stadt ist es weiterhin verboten. Diese Kramläden führen ein Sammelsurium verschiedenster Produkte. Von Käse über Töpfe und Tabak bis zur Unterwäsche ist alles dabei. Doch die explosionsartig anwachsenden Städte brauchen bald viel größere Warenmengen und Läden. Der Einkauf, wie wir ihn kennen, ist jedoch noch Lichtjahre entfernt. Erst die Einführung der Selbstbedienung veränderte das Einkaufen komplett. Bereits 1912 gibt es erste Versuche in den USA, bei denen die Kunden allein durch einen Laden geschickt werden. Die Resonanz ist verhalten. 18 Jahre später versucht es der Amerikaner Michael Cullen erneut, Waren im Selbstbedienungsladen anzubieten. Am 4. August 1930 eröffnet er den weltweit ersten Supermarkt in New York. Verkauft wird zu Billigpreisen. Das Konzept geht auf. 6 Jahre später hat Cullen bereits 17 Märkte. Der allererste wirkliche Supermarkt in Deutschland wurde im September 1957 in der Kölner Rheinlandhalle eröffnet. Der Kaufmann Herbert Ecklö schuf eine Verkaufsfläche von rund 2000 Quadratmetern, das war also riesengroß, und eine Parkfläche für über 200 PKWs. Zur Eröffnung bestellt Herbert Ecklö 500 Einkaufswagen. Womit er nicht gerechnet hat, viele Männer weigern sich, mit so einem Kinderwagen durch den Laden zu fahren. Für die Frauen ist das kein Problem. In so einen Wagen passt viel rein. Dadurch geht die Einkaufsmenge steil nach oben. 1962 gibt es in Deutschland bereits 350 Supermärkte. Die Selbstbedienung, so wie wir sie heute kennen, die war vor 150 Jahren noch unvorstellbar. Man konnte hier nicht nur einkaufen, sondern auch anschreiben lassen, Geld leihen oder sich auch einfach nur was von der Seele reden. Solche Kassen gibt es damals natürlich noch nicht. Um zu erfahren, wie es in so einem Krämerladen früher aussah, reisen wir in das Jahr 1907. Während es in den Städten zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer mehr Fachgeschäfte gibt, halten sich auf dem Land die Kramläden mit einem umfangreichen Sortiment. Angestellte gibt es nicht. Die ganze Familie arbeitet im Laden mit. Vor allem die Mädchen müssen beim Verkauf helfen. In solchen Kramläden kann man von frischen Lebensmitteln über Wäsche bis zum Dünger alles kaufen. Doch das Zahlen ist lange Zeit bargeldlos. Ich habe leider gerade aber kein Geld dabei. Das ist nicht schlimm, wir schreiben an. Dankeschön. Wiedersehen. Wer nichts dabei hat, kann anschreiben lassen. Und das ist damals nicht peinlich, sondern gängiges Prinzip. Alle verkauften Waren werden mit Datum, Menge und Preisangabe vermerkt und am Jahresende dem Kunden in Rechnung gestellt. Der muss auch nicht immer bar bezahlen. Ausstehende Rechnungen werden häufig durch Naturalien beglichen. Doch die Zahlungsmoral ist nicht immer gut. Oft bleibt der Krämer auf den Schulden sitzen. Als die Läden dann größer werden und Angestellte hinzukommen, wird Diebstahl durch das Personal ein Problem. Es fehlt einfach ein richtiges Bezahlsystem. Die erste Registrierkasse wird in Amerika erfunden. James Retty aus Ohio will so den Diebstahl durch sein Personal verringern. Das Entscheidende daran, die Bargeldschublade, die mit einem Klingelgeräusch öffnet. James Rittys Registrierkasse wird zum Mega-Erfolg. Bald gibt es sie in jedem Laden.
Anfangs kann die Kasse nur zusammenzählen und Geld aufbewahren. Doch es kommen immer neue Features dazu. Zum Beispiel wird ein Beleg gedruckt. Ab den 60er Jahren werden in Deutschland die ersten Förderbänder am Kassentisch eingerichtet. 1980 revolutioniert die Scannerkasse das Einkaufen. Jetzt werden keine Zahlen mehr eingetippt, sondern die Produkte mit Barcode über den Scanner gezogen. Hightech-Kassen von heute sind voll vernetzt. Sie wissen, was verkauft wird und bestellen gleich selbst neue Ware. Und wer kann sich noch erinnern? Seit 1984 kann man im Supermarkt mit EC-Karte bezahlen. Technik hat auch beim Einkaufen unser Leben verändert. Erst durch die einheitliche Zeit blüht der Handel auf. Ohne den Einkaufswagen hätten wir keinen Supermarkt. Und ohne die Kasse würde das Shoppen einfach nicht funktionieren.